in einem Unternehmen wie McDonald's Geld zu verdienen, ist gar nicht so einfach. Hinter jedem Sandwich stehen komplexe Prozesse, die du in den Griff bekommen musst. Von der Schaffung von beiden bis zum Schlachten. Vom Restaurantmanagement bis zur Vermarktung. Du wirst all die schmutzigen Geheimnisse kennenlernen, die uns zu einem der größten Konzerne der Welt gemacht haben. So, Freunde. McDonald's. Videospiel. Ja, heute wollen wir mal ein paar Burger braten und in die geheimnisvolle Welt von McDonald's eintreten. Los geht's. Zuerst müssen wir ein paar Felder klar machen. Feld, Kühe. Dann wollen wir mal den Kalender laufen lassen. Das läuft ja gar nicht. Du arbeitest jetzt für mich. Einer muss noch produzieren. Ist gar nicht wie beim neuen McDonald's. Er macht einfach alles alleine. Die Leute haben ganz schön Hunger und er hat keine Kühe mehr. Da müssen wir noch ein paar mehr Kühe anbauen. Wir machen natürlich ordentlich Umsatz, so ist nicht. Können wir noch einstellen. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Ah ja, er braucht glaube ich noch mehr Kühe. Oder braucht er mehr Essen für die Kühe? Nö. Okay, wir müssen mehr Soja produzieren. Dann los. Jo, unser Laden steht schon 2 Jahre. Bald gibt's ein Jubiläum. Oh, wir haben noch wieder ein Problem hier bei McDonald's. Wo ist das Problem? Gibt keine Probleme. Wir schreiben gute Zahlen, aber hallo. Die Arbeit macht manchen mit, aber keinen Spaß mehr. Bringen sie zum Lächeln, nur Feuer sie. Es gibt keine Hamburger. Hör die Metzgerleistung. Okay. Alles klar. Wem macht die Arbeit keinen Spaß? Er hier. Oh, du hast gefeuert. Okay, wir brauchen mehr Soja. Oh, oh, oh. Aber wir schreiben immer noch gute Zahlen, so ist nicht. Was ist hier? Die Nahrungspyramide. Da ist gar keiner. Warum ist da keiner? Hamburger, McDonald's, Kuh, okay, nee, der ist glücklich, okay, der ist auch glücklich, aber hier ist irgendwie kein Mitarbeiter und da auch irgendwie nicht, okay, keine Hamburger, wir müssen hier irgendwie mal ein bisschen mehr Power machen, aber da kann man, ah doch, Industriemüll, wollen wir noch ein bisschen Hormone, gehen wir wenigstens mal mehr Hamburger. Los, mach ein paar Buletten klar. Oh, wir gehen aber ganz hart ins Minus. Wir haben keine Hamburger mehr, scheiße. Immerhin haben wir schon 5 Jahre. Kannst du jetzt noch ein paar Hamburger? Ah ja, gut. Jetzt geht's wieder los. Die haben ja richtig Bock hier, die Leute. Die haben ja richtig Hunger. Kühe töten, jawohl, zack. Weg damit. Und wir gehen wieder ins Minus. Und die Sojaproduktion ist. Aber wie soll ich denn? Soll ich noch mehr Soja machen? Woher? Boah, haben wir viel Minus. Alter Schwede. Weg mit dir, dich brauche ich nicht mehr. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Ah ja. Beschweren sich über die vielen Entlassungen. Kann ich ja nichts für. So ist nicht. Ich weiß gar nicht, wo mein ganzes Geld hingeht. Ich meine, ich habe nur 2 Angestellte. 3. Alter, sind wir verschuldet. Aber wir haben schon 7 Jahre. Mein Ziel ist es, 10 Jahre durchzuhalten. Dann können wir auch das Let's Play beenden. McDonald's läuft. Was hier? Ah, wir schreiben wieder grüne Zahlen. 2008. Juli 2008. Noch 2 Jahre, dann haben wir es geschafft. Okay, August. So, was ist hier? Es kommen wieder Bulletten. Perfekt. Wir müssen mehr Kühe her. Ja. Aber die sind noch so klein. Die müssen erst heranwachsen. Aber wir halten uns immerhin bei minus 20.000. Das kann ich mir nicht glauben hier. Kinder wollen McDonald's. McDonald's für die dritte Welt. Was für McDonald's für die dritte Welt? McDonald's baut doch hier bei uns hier in der Umgebung alleine 5 McDonald's-Läden. Und wir wohnen auf dem Dorf. Jawohl. Geht doch klar. Nein! Ja! Ja! Wir haben verloren, aber es ist Januar 2010. Wir haben es geschafft. Schande über dich. Du hast deine Firma in den Ruin getrieben. Viele Jahre der Firmenrechte wurden durch einen? Quit. Freunde, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und, es bei Burger King.